Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von LS19 More. Mehr LS. Du bist dabei. Ganz viele fantastische Mods sind dabei. Mehr Details, mehr Spieltiefe, eine hohe Spieltiefe. Und heute in der Folge werden wir mal unsere ganzen Lager leer fahren, die Map erkunden, herausfinden, wo wir überhaupt was hinfahren, welche Optionen es da gibt. Und ja, wie gesagt, mehr von der Map erkunden, entdecken. Das finde ich immer eine sehr, sehr schöne Sache. Warte mal, wir hängen. Huch. Das war falsch. Macht der Gewohnheit. Wir hängen mal kurz das Gewicht vorne an. So. Und dann haben wir hier unseren fantastischen neuen Anhänger. Mit dessen Hilfe wir hier... Warte mal, Hydraulik hat er jetzt angeschlossen, schon automatisch. Krass. Mit dessen Hilfe wir jetzt unsere Silos leerfahren, wo ich erstmal rausfinden muss, wo die überhaupt sind, weil das weiß ich nämlich gar nicht. Und wir haben als erstes mal Viva Weizen und Weizen bringen wir dann zum Getreideverkauf. Okay. So, was sieht denn hier nach Silo aus? Hier ist der Getreideverkauf. Ist ja schön, dass das relativ nah dran ist. Hier ist unser Hof, ne? Schweine. Hofsilo, da unten. Das heißt, wir fahren jetzt hier vom Händler nach Süden, dann hier unten rum. Kriegen wir irgendwie hin. Zieht denn der so? Muss ich hier irgendwie... So. Ich glaube, der schliff über den Boden. Genau wie mein... Warte mal, hier müssen wir lang. Oh, ich dachte gerade, hier ist so eine kleine Gaststätte oder so. Gaststätte oder so. Hm, schön. Ja, ein Map erkunden, Herr Garderol, haben wir sie ja ganz toll ausgedacht. Machen wir jetzt bei Nacht. Alles klar. Läuft alles nach Plan hier. Aber schön, dass der Getreideverkauf dann halbwegs in der Nähe ist. Und wir wollen ja eigentlich nur das Geld für den Anhänger rausbekommen. Und wenn wir Glück haben, noch für einen kleinen Ballentransporter, damit wir ein bisschen zügiger von A nach B kommen. So, hier ist Aldi, das ist sehr gut. Das war doch hier jetzt, oder? Weiter, okay. Hier hinten. Die Frage ist, gehört uns das überhaupt schon? Und vor allem, warum steht das hier mitten in der Geplänte rum? Naja. Guten Tag. Hey, ich würde gerne mal hier ein bisschen von meinem Korn abhüllen. Haben wir denn hier noch Abstellplatz oder so? Für so kleine... Wenn wir hier mal diese manuelle Saataufbereitung machen wollen oder so, das wäre auch nicht schlecht. Sehr cool. Das ist alles sehr, sehr schön hier, ne? Muss man schon sagen. Sehr schön. So, nehmen wir mal schön hier unter das riesengroße Rohr. Ja, und dann einmal hier Luftbetankung. Dann fahren wir auf zum Getreideverkauf. Einfach nur hier links rüm. Hier rum. Und dann wieder hier rüber. Ich habe übrigens einen kleinen Kauz auf meinem Beifahrersitz, wie ihr vielleicht hören könnt. Oh,
Hört mal diese Geräusche hier auf der Map. Das ist irgendwie total cool. Jetzt hört man das Wasser plätschern. Erinnert euch, in der letzten oder vorletzten Folge hatten wir den Brunnen gehört. Also den, nicht den Brunnen, sondern den Gulli-Abdeckel, Abwasserdeckelgerät, wo es so herzallerliebst geplätschert hat. Und ja, hier müssen wir hin. Sehr gut. Ja gut, da, das, ja, ist ja jetzt sehr ärgerlich, dass es hier schon so spät ist. Was machen wir denn da? Gut, ich glaube, da müssen wir bis zum nächsten Morgen warten, nicht? Dass das alles mal ein bisschen schneller geht, ja. Jetzt haben wir sogar Sonnenschein. Jetzt könnte es sogar wunderbar in unser Heu noch reintrocknen. Bei knallendem Sonnenschein. Das müsste ja vielleicht auch noch einen Unterschied machen. Get your border. So. Dann schauen wir mal, ob es das lohnt hier. Was war die Taste? Was? Gut. So. Ah ne, hier. Wir schauen mal kurz. Feld. Im Wachstum. Sehr schön. Sieht so aus, als wenn wir das bald ernten können. Und hier mache ich mir jetzt Sorgen, was da jetzt passiert ist in der Zwischenzeit. Und wir holen das nächste Getreide ab. Überall wächst es und gedeiht es. Das ist schön. Ja, wie lange noch ist die Frage, wenn wir so mit unseren Mitmenschen umgehen und mit unserer Umwelt umgehen und den Tieren umgehen, macht mir das ein bisschen Sorgen. Ich muss auch immer wieder erschüttert feststellen, was für angstgetriebene Beiträge einige meiner Zuschauer auf Facebook teilen. Da bin ich immer ein bisschen enttäuscht. Weil ich habe immer so ein bisschen auch die Hoffnung, dass ich mit Dingen, die ich auch hier in Let's Plays mal anspreche, auch so ein bisschen dazu beitragen kann, dass wir eine angenehmere, bessere Welt haben. Eine Welt, die eben nicht aus so einem Schwachsinn besteht, wie irgendwie, die kommen hier hin und kriegen alles in den Eimer, in den Allerwertesten geschoben, was natürlich Blödsinn ist. Ja, wir müssten hier, weiß Gott, uns den Arsch aufreißen, die kriegen alles umsonst und haben sogar ein Handy, ja, wobei so ein Handy da unten 10 Euro kostet, was bei uns 500 Euro kostet. Also es sind alles so Aussagen, da muss man einfach mit aufpassen. Ich finde es schade, das bei dem einen oder anderen zu sehen. Und in der Regel sind es ja angstgetriebene Dinge, das kann ich natürlich verstehen, insofern, als dass Angst natürlich eine sehr, sehr starke Empfindung ist, die schwer zu bändigen ist, sehr schwer zu kontrollieren ist. Aber Hass, meine sehr verehrten Damen und Herren, macht hässlich. Und ich finde es auch immer wieder faszinierend, wenn man dann sieht, ja, so aus Regionen, wo es wenig, sagen wir mal, Ausländer- oder Asylbewerberanteil gibt, kommen die ängstlichsten Posts. Und Leute, die damit wirklich konfrontiert sind, die damit aufgewachsen sind oder so, ne, haben die wenigste Angst. Und das hat aus meiner Sprachweise nichts mit damit zu tun, dass ich, weiß Gott, irgendwie links-grün versifft wäre. Also da bin ich politisch so weit links außen sicherlich nicht. Aber ich habe einen gesunden Menschenverstand. Ja, ich beobachte Dinge, ich lese Dinge, ich nehme Dinge wahr. Und ja, daraus zu konstruieren, dass wir jetzt Angst haben müssen für eine Übervölkerung des Landes und weiß der Geier, was für ein Blödsinn. Und das liegt mir sehr, sehr fern. Guck mal, unser Raps. Unser Raps ist richtig schön. Steht in der Blüte. Jetzt können wir hier schön einen Rapshonig machen, wenn wir so ein paar Bienchen hätten. Was ist eigentlich mit den Bienen? Gibt es die eigentlich noch? Kann man da noch Bienenhäuschen kaufen? Oder so ein bisschen auf Imker machen, wie wir das in meinem Bauernhof bei Minecraft machen, beim Relax-Projekt. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie wir da hinkommen. Das ist ja in dieser Map so ein bisschen ein Problem. Also hier können wir schon mal abbiegen. Dann würde ich sagen, wir fahren mal hier rein. Ja, also ich kann euch wirklich nur einladen, wenn ihr da wirklich Ängste habt, lasst euch nicht von diesen treiben, denn es wird euch von den ganzen Dingen, die ihr auf Facebook liest und für dieser widerlichen Partei da, da
Das ist ja alles Taktik, dass die wollen eigentlich nur eines, eure Stimmen. Mit Angst eure Stimmen bekommen. Oh, guck mal, wie schön. Oh, wie... Hör mal. Ist das cool? Und, ja. Ich bin erzkonservativ aufgewachsen, ja? Aber selbst ich glaube nicht so ein Schwachsinn, wie da erzählt wird. Und es hat ja auch was mit Glauben zu tun. Das sind ja keine Fakten, das sind ja Dinge, die man glauben muss. Fakten sind ja anders. Ja, wenn die mit Kriminalitätsstatistiken kommen, sind es Auszüge. Wenn sie behaupten, es gibt keinen Klimawandel, sind es Auszüge aus Statistiken. Das Gesamtbild herrscht ja eine absolute Einigkeit, kann man sagen, bis auf so ein paar Prozent Versprengte. Ja, da habe ich jetzt neulich, habe ich auf YouTube gesehen, da hat dann jemand behauptet, na, dass mit dem Klimawandel 95% der Forscher würden behaupten, es gäbe keinen Klimawandel. Ne? Das ist eine Zahl, einfach rausgehauen, null belegt und dann anschließend ein Buch verkaufen wollen. Oder sagen hier, ihr seid alle keine Schlafschafe, sondern besonders schlau und so. Ne? Also das ist blöd. Fallt bitte nicht auf sowas rein. Ich mag euch alle, die ihr mein Video schaut, aber ich fände es schade, euch in so einen Sumpf von Zwietracht zu verlieren, wo politisch mit Angst gespielt wird, um einfach nur an die Macht zu kommen, wo Dinge behauptet werden, die einfach nicht stimmen. Und ich bin, weiß Gott, kein riesiger Verehrer der Großen Koalition, ja. Das hat man, glaube ich, schon gemerkt, ja. Das, ja, wollte ich einfach mal loswerden. Würde mich freuen, wenn es auch nur einer ist, der, bald sind ja wieder Wahlen in Bundesländern, das Kreuz dann doch nicht am äußeren rechten widerlichen Rand macht, der Menschen verachtet. Denn was ist, wenn ihr habt Angst, ihr habt vielleicht Angst, dass euch irgendwas weggenommen wird, was natürlich Blödsinn ist, das ist Quatsch. Aber stellt euch einfach mal vor, ihr seid irgendwann genau der gleichen Situation wie die Menschen, die hier Hilfe suchen. Und ihr wandert in ein anderes Land und werdet dann so begrüßt, wie ihr diese Menschen hier begrüßt. Ich habe als Kind gelernt, tu niemandem was zu, was du nicht willst, was man dir auch zutut. Nee, wie heißt das? Also ihr wisst, was ich meine, ne? Und ich glaube, ich tue gut daran, mich daran zu halten. So, Hafer. Wo verkaufen wir Hafer? Oh. Auch an der Mühle. Okay. Würde ich sagen, ich werde jetzt zwischen den Folgen mal eben den Rest noch verkaufen und dann gucken wir mal in der nächsten Folge, wo wir rausgekommen sind. Wir brauchen ja noch einen großen Anhänger zum Dreschen, aber wäre cool, wenn wir auch mit den Ballen irgendwas machen könnten. Außerdem finden wir in der nächsten Folge raus, hat sich die Qualität des Heus noch verändert in den Ballen, die wir produziert haben. Sei dabei beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Schön, dass du dabei warst.